Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Schroff gezockt auf dem Klo mit. Was die Kategorie heißt, wisst ihr, wir stellen den Timer und beschäftigen uns 10 bis 15 Minuten mit einem tollen Spiel. Meine Güte, ist die abgenutzt, sehe ich gerade. Habe ich hier ein schönes, altes, gutes Spiel, das absoluten Kultcharakter genießt und auf eBay und verschiedenen Kleinanzeigen unheimlich hohe Preise erzielt, wenn es in sehr gutem Zustand ist. Das hier ist jetzt schon ein bisschen abgewetzt, das tut aber der Cartridge gar nichts. Die ist immer noch optimal spielbar, auch wenn ich gemerkt habe, das ist mal super schwierig gewesen. Ich habe nämlich das Let's Play vor dieser Anmoderation aufgenommen. Es ist der zweite Teil von einem Spiel, was wir uns beim letzten Mal angeguckt haben. Ihr habt ja eh schon in der Videobeschreibung gesehen, es ist Mega Man 2. Ich zeige mal eben dieses abgewetzte Logo in die Kamera. Man kann es noch erkennen, ne? Aber ja, deswegen habe ich es auch zu einem erschwinglichen Preis bekommen. Guckt mal wirklich, was dieses Spiel in neuwertigem Zustand, am besten noch mit Papphülle und so, kostet. Ich war ja froh, dass überhaupt schon ein Plastik-Cartridge dabei war, wo es dann schön eine Plastikhülle, damit es dann schön verpackt ist. Und auch hier ein kleines Blind-Let's Play von mir. Ich habe das Spiel seit ungefähr 20, vielleicht sogar länger, Jahren nicht mehr gespielt und wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinem verzweifelten Versuch, bei einem der härtesten Jump'n'Run-Shooter, die es so gibt, überhaupt ein bisschen vorwärts zu kommen, bei Mega Man 2. Yeah! Da ist Mega Man 2, meine Freunde. Ich muss mal eben kurz noch den Super Game Boy-Bildschirm wegklicken. Kidung. So, hab soweit schon farblich alles eingerichtet, aber man sieht, es kommt direkt der Titelbildschirm, keine Credits am Anfang oder sowas in die Richtung. Das ist hier wirklich alles sehr sparsam im Menü gestaltet. Ich habe hier wieder die Auswahl, genau wie bei Mega Man 1, auf dem Titelbildschirm Game Start oder Password zu machen. Wo ist denn mein Timer? Da. Wir stellen hier auch natürlich den Timer wieder auf eine Viertelstunde. Und werden dann mal schauen, wie weit wir so kommen hier bei diesem bockschweren Spiel. Ich habe ein bisschen Angst. Und wie ihr merkt, ich habe es beim letzten Mal doch ein bisschen Pause gemacht. Hab hier nochmal was eingestellt. Oh je, müssen wir nochmal Reset machen. Da war was eingefroren. So, ich stelle nochmal eben schnell zurück. Da war mir gerade das Super Nintendo mal wieder abgeschmiert. Eingefroren. Das ist halt bei der alten Technik so. Die läuft zwar noch, aber manchmal schmiert es dann doch ein bisschen ab, wenn man auf einem Bildschirm zu lange stehen bleibt. Da muss schon ständig Eingabe kommen. Sonst macht der mir hier ein bisschen das Leben schwer. Gut, dann werden wir mal... Die Musik ist sehr laut. Ich mach mal ein bisschen leiser. Dann gucken wir doch mal, was uns erwartet, wenn wir hier Game Start drücken. Ah, ein Auswahlbildschirm der verschiedenen Gegner. Wir haben hier einen lustigen Motorradhelm, einen mit so einer... Ja, das soll wahrscheinlich eine Kreissäge sein auf dem Kopf. Und ja, das sieht auch sehr merkwürdig aus. Keine Ahnung, was das sein soll. Und ein Baumstamm. Gucken wir mal, was wir so alles zu Gesicht bekommen. Das ist Clash Man. Ja, was mir hier direkt auffällt, das ist natürlich optisch alles ein bisschen minimalistischer als beim ersten Teil. Hier erkennt man, hier ist irgendwie gerade gar kein Hintergrund so richtig. Man erkennt dadurch halt die Levelgrenzen auch ein bisschen deutlicher. Das ist ja gar nicht mal übel. So, kraxeln wir mal schnell hier durch. Diese Gegner fliegen nämlich in einem sehr merkwürdigen Rhythmus auf mich zu. Uah, was ist das denn? Uah, schnell weg hier. Uah. Schon zweimal getroffen. Das ist natürlich nicht gut. Uah. Die, so Gegner, die auf mich zufliegen, da habe ich ja richtig Bock drauf, ne? Uah, scheiße, Mann. So Plattforming hier. Oh, und die kommen auch genau in so einem Rhythmus auf einen zu, wo man nicht viel machen kann. Ah, nein! Oh. Ah, okay. Ich habe, glaube ich, gerade einen Trick entdeckt. Ich diesen Viechern entgehen kann. Oh Mann. Boah, die Musik hier, die macht aber auch direkt Panik, ne?
Oh Mann, ey. Boah, da muss man aber auch timen und gucken, dass man da richtig sitzt. Warum, Mann, oh Mann. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Spiel. Deswegen habe ich doch nochmal ein Päusken gemacht, bevor ich einfach nach Mega Man 1 mit Mega Man 2 weitermache. Denn oh, das Spiel hat ja schon seinen Ruf und Mega Man 1 hat mir schon alle Nerven gekostet. Wie soll ich denn an diesem Gegner vorbeikommen? Ich raff's nicht. Oh, das ist auch hier sehr viel so Try and Error. Boah, ey. Das ist ja vor allem wieder genau für mich, aber ich habe es tatsächlich geschafft, so blödes um die Gegner rumhopsen auf einer bewegenden Plattform. Das ist ja wirklich genau mein Ding. Juppa. Ja, das war natürlich nix. Boah. Verpisst euch. So, vielleicht schaffe ich es jetzt tatsächlich mal bis zu der Leiter. Oh, wow. Ich hoffe, das ist ein Respawn-Punkt hier. Oh, schon wieder so ein Viech. Ja, ich raffe nicht so richtig, was ich hier... Ach, es geht auch kaputt. Okay. Mhm. Wahrscheinlich muss ich hier runter. Oh, da war Energie. Scheiße. Boah, jetzt wäre ich auch noch fast in die Stacheln gefallen. Und da ist auch noch ein Energie-Container. Da komme ich aber jetzt gerade noch nicht ran. Da fehlen mir anscheinend die richtigen Waffen. Boah, dieses Level ist auch recht hart, muss ich sagen. Da kann man drunter herflutschen. Oh, fuck. Gib doch mal Energie, du Nase. Hm. Jo, da kommt natürlich wieder so einer angeflogen. Tschu. Fuck. Ach, boah. Ja, nicht gerade einfach, würde ich mal behaupten. Aber zumindest haben wir hier einen Respawn-Punkt. Das ist ja schon mal nicht übel. Man ist hier in ständiger Anspannung bei diesen Spielen. Das ist echt krass. Oh, oh. Jetzt muss ich auch noch aufpassen. Boah, die sind jetzt genau auf mir. Das heißt, ich kann die nur mal mit meiner Waffe treffen. Und die hetzen einen auch ständig weg, ne? Weil die immer wieder neu aus ihren Kackrohren rauskommen. Ein Vogel, der ein Ei vorbeibringt. Das ist natürlich alles schön. Ja, überall Energie, die ist natürlich sehr verlockend, aber genau das habe ich befürchtet. Man verliert mehr Energie, als dass man sie bekommen kann. Und... Boah, Mann, ey. Tollen Bonusleben, das brauche ich überhaupt nicht. Ich will mal lieber da hoch. Scheiße, ey. Nein, scheiße. Uah, schnell weg hier. Ich will doch gar kein Bonusleben. Ich will in dieser Stage gar nicht so weit kommen. Ich will doch noch ein paar andere Stages angucken in den 15 Minuten. Hm, zwei Wege. Welchen nehmen wir? Oder nehmen wir überhaupt einen? Oh, fuck. Kann man auch hier weiter? Nein. Oh, verpiss dich mit deinem Ei da. Oh. Oh. Ein Energiecontainer. Das ist ja mal gar nicht unpraktisch. Da ist noch mal ein Energiebollen. Den holen wir uns mal eben. Wupp. So. Jetzt sollten wir auch noch den Vogel... Der kommt auch noch aus unterschiedlichen Richtungen. Wie fies ist das denn? Oh, da geht's schon zum Endboss. Das war jetzt mal gar nicht so schwer bis dahin. Da habe ich Schlimmeres befürchtet. Wir haben in Mega Man 1 ja noch nicht mal zum Gegner zu Gesicht bekommen. Oh je, je, jetzt kommt Clash Man. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich hätte doch mal lieber das Bonusleben nehmen sollen. Ah, er wirft Bomben. Wechselt auch diesen Rhythmus sehr nervig. Fuck, fuck, fuck. Und der nimmt einem auch ohne Ende Energie weg, wenn er einen berührt. Das ist ein bisschen schade. Grandios versagt. Entschuldigung. Gucken wir uns mal den zweiten hier an. Der sieht jetzt aus wie so ein Doktor hier mit seinem Ding auf der Stirn. Metal Man. Metal! Ja, das war jetzt natürlich sehr intelligent.
Boah, da kommen direkt Stacheln. Boah, das ist aber fies. Ja, das ist mir zu riskant. Ich berühre sowieso dieses komische Viech hier. Ich kann es nämlich auch nicht wegballern. Man kann sich ja bei Mega Man 2 auch noch nicht bücken und schießen. Was ist das? Ein Rad. Das ist natürlich auch fies. Aber da ist Energie. Die verleibe ich mir doch direkt mal ein. Hilfe. So, da sind irgendwelche lustigen Metallstampfen. Okay. Sowas kennen wir ja schon aufs Kung Fu Master. Solche Förderbänder und so. Da kommen irgendwelche lustigen Maden aus der Wand oder Schrauben oder was das auch immer sein soll. Boah. Na, einfach mal schnell durchrennen, wenn man gerade blinkt. Das ist natürlich immer sehr... Oh, ein extra Leben. Energie. Boah, jetzt wäre ich fast da in die Stacheln gestürzt. Da kommt wieder so ein Rad an. Oh, scheiße, ey. Nee. Oh, fuck. Oh, Gott sei Dank, ein Respawn-Punkt an dieser Stelle hier hinten. Nicht nochmal alles von ganz vorne. Boah, das blinkt hier alles, das ist der Wahnsinn. Ja, das sind so Sachen, die sieht man auf dem normalen Gameboy halt nicht, weil das Display, dieses LCD-Display vom Gameboy, hat ja eine sehr schwache Reaktionszeit. Oh Mann! Fuck, ey. Boah. Das ist wirklich echt ärgerlich. Oh, jetzt habe ich die Farbe gerade wieder. Ja, das ist so. Das sind diese typischen Nintendo-Wutausbrüche, die man gerne mal kriegt. Tut mir leid. Boah, diese Musik hier, die macht dermaßen Stress in dem Spiel. Schnell vorwärts, du musst schneller vorwärts, Mega Man. Ja, du musst ganz schnell vorwärts. Und viele Fehler machen, bitte. So, diese Passage habe ich jetzt eigentlich ganz vernünftig gemeistert. Boah, ich rushe jetzt mal schnell durch. Ja, das geht natürlich auch nicht richtig. Fuck, ey. Jetzt habe ich die Hälfte der Energie verloren in dieser blöden Madenecke. Boah, Hilfe, ey. Super, jetzt machen mich gleich wieder diese blöden Räder hier kaputt. Ah. Oh, Mann, ey. Oh. Wie soll man das denn auch machen hier? Das ist ja der Wahnsinn. Ach, die kann man natürlich nicht abballern, das ist auch klar. Oh. Ey, du Idiot. Ich rede mit mir natürlich wieder hier. Ich mache hier wirklich eine sehr begnadete Vorstellung. Boah, ich brauche mal dringend Energie. Deswegen schieße ich mal so ein paar von diesen Viechern ab, wenn es irgendwie geht. Geht natürlich nicht. Das ist keine Energie, die ich brauche. Das kennen wir ja schon aus Mega Man 1. Das ist Energie für die Waffe. Nur ich habe ja gar keine andere Waffe außer meine Standardwaffe. Gebt mir doch mal Energie. Oh, fuck, ey. Boah, ist das schwer. So, dann gucken wir uns mal den hier an. Den Typen mit dem Baumstamm am Kopf. Woodman. Na, wer hätte das gedacht? Morning Woodman oder was? Was hängt da oben in den Bäumen? Ah ja, klar. Was war das? Ein Riesenkaninchen. Ah, die kommen auch wieder in so einem Winkel angeflogen. Oh, schnell weg hier. Da kommt doch schon wieder... Boah, die schießen auch mit irgendwas. Warum gibt mir denn nicht mal irgendjemand Energie? Boah, diese, was ist das denn? Oh. Oh.
Boah, ey. Ich rush jetzt einfach mal hier durch. Vielleicht bringt das was. Ah, guck mal, da gibt es auch Energie. Boah, Häschen in der Grube. Hilfe, schnell weg hier. Den muss ich natürlich wegbomben. Ja, oder ich renne jetzt einfach mal schnell weg. Die Hälfte der Energie ist natürlich schon futsch. Das ist dann wieder herrlich. Na, warum kommt ihr denn jetzt nicht hier, ihr Vögel? Und keiner gibt mir Energie. Es ist wirklich zum Brechen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Mhm. Hier ist schon mal ein sicherer Punkt. Hier treffe ich ihn natürlich nicht. Bücken kann ich mich nicht. Das ist ja auch wieder schön. Anscheinend ist das, was sich hier die Entwickler gewünscht haben, dass man diese Aktion macht. Wie viel Schuss hält er denn aus? Ja, danke. Dafür, dass ich den jetzt mal eben weggeröstet habe, gibt es noch niemals ein bisschen Energie. Ah, da ist schon wieder so ein Kaninchen. Ja, genau. Komm. Boah, von ganz Anfang natürlich. Ja, das Spiel verspricht nichts Falsches. Boah, was ich hier in dem Teil noch viel schlimmer finde als im ersten, ist, dass hier durch die Musik so unheimlich Stress gemacht wird. Die Musik ist nochmal doppelt so schnell wie bei Mega Man 1, irgendwie habe ich das Gefühl. Boah, ey. Boah, und diese Kaninchen hier, die sind ja wirklich herzallerliebst, ne? So, gebt ihr mir jetzt vielleicht mal Energie? Hallo. Es ist schon wieder mein letztes Leben, das ist ja der Wahnsinn. Naja, schaffen wir zumindest uns alle vier Stages mal anzugucken. Wenn der mir jetzt gleich nicht mal Energie gibt, ne? Jetzt muss ich mal aufpassen, dass der mich nicht wegröstet. Oh, fuck. Super. Wie viel habe ich noch? 3 oder 4 so Energienötzel? Oh, das wird nix. Ja, Mega Man macht deutlich mehr Spaß als Mega Man 1. Mega Man 2 ist auf jeden Fall ein fieser Möb. Wen haben wir da? Achso, der hat so einen Ventilator im Körper. Heißt Airman. Ja, Airman, klar, befinden wir uns jetzt hier in dem... Super. Oh, okay. Wir sollten sie ihm direkt aus den Pfoten schießen. Dann kann er wenig gegen uns anrichten. Was ist das? Bäh. Ein lustiger Kopf, wo Gegner und Stacheln rauskommen. Das ist ja herzallerliebst. Oh, ich dachte gerade, wie geht's denn jetzt hier weiter? Oh, Energie. Sehr gut. Oh, noch mehr Energie. Boah, und die kommen hier mal wechselseitig raus. Dann kommen hier diese Stacheln. Die wollen auch nicht, dass man sich hier langweilt in dem Spiel, ne? Hilfe. Von allen Seiten kommt es hier, die Dicke. Uah! Diese Kackvögel wieder. Uah! Okay. Gar nicht so richtig verstanden, wo ich da gerade bin. Uah, fuck. Ja, ich könnte das natürlich mal nutzen, um so ein bisschen Energiepunkte wieder zu kriegen. Uah! Hilfe, habe ich mich erschrocken jetzt. Ja gut, wir machen noch, bis diese 3 Leben hier weg sind. Oder diese 2 Leben. Ich weiß selbst nicht mehr, wie viel Leben ich noch habe. Verpiss dich, Kackvögel. Wie geht's weiter? Ah, da sind wieder so Dinger. Boah, ihr merkt auch, ich lasse mich von dieser Hektik, die die Musik hier macht, total anstecken. Und das ist so bescheuert, weil das natürlich nur ein künstlicher Effekt ist. Es gibt kein Zeitlimit bei Mega Man. Deswegen lasst euch bitte keine Panik machen von der Musik, wenn ihr das selbst mal spielt. Ihr merkt, bei mir funktioniert es total gut. Und jedes Mal springe ich in diese Stacheln rein. Wie soll ich das denn verhindern? Hier sind aber auch so einige Sachen, wo ich denke, ja, das geht doch gar nicht anders. Da muss man doch Energie verlieren. Boah. Wie hier zum Beispiel. Es gibt Gegenwind, es kommen Stacheln unten raus, es kommen Gegner von links und rechts. Ey, was geht? Durch diese Wolken hier ist man auch unheimlich sichtbehindert. Das ist
natürlich auch nicht so gut. Und Mega Man wird natürlich noch zurückgedrängelt, wenn er mal Energie verliert. Das ist auch schön. Weil man da auch so gut agieren kann dann. Also man muss auch gleichzeitig nur aufpassen, dass man nicht in den Abgrund fällt. Vor lauter Verzweiflung. Es geht gar nicht anders. Ich muss da doch nur Energie verlieren. Oh, schnell den da wegmachen. Damit ich hier dieser Hölle entfliehen kann. Oh, Hilfe. Oh, was ist denn wohl nicht wahr? Letzter Versuch. Hilfe. Wow, der gibt inner... Scheiße! Das ist ärgerlich. Der hat ja nochmal Energie hinterlassen. Boah, ey. Ich bin schweißgebadet. Das waren 15, 16, 17 Minuten pures Adrenalin. Das Spiel verspricht nicht zu viel. Es ist wirklich eins der... ja, nicht unbedingt schwersten, würde ich sagen. Also, es ist ja gut zu kontrollieren und so, aber... Also, die Kombination ist, glaube ich, das Fiese, ne? Diese Musik macht unheimlich Hektik, dass man denkt, boah, ich muss schnell vorwärts und es kommen überall Gegner. Auch die drängeln einen ja vorwärts. Das haben wir auch in so Levels gesehen. Da sind diese komischen Röhren, wo Gegner rauskommen und die kommen immer so plöpp, plöpp, plöpp. So nach dem Motto, ich will hier schnell weg, weil da plöpp, plöpp kommen immer mehr Gegner raus. Boah, eine ganz fiese Mische in dem Spiel. Und ich glaube, das macht es zu einem der schwersten Spiele seiner Zunft. Und ich ziehe hier den Hut vor Capcom, sowas auf die Menschheit loszulassen. Ich habe gerade innerlich so einen Adrenalin und Puls. Ihr könnt es euch kaum vorstellen. Ich muss das ganz schnell ausmachen und irgendwas anderes Schönes spielen. Wir sehen uns bei einem der nächsten auf dem Klo mit oder Let's Play durch oder was auch immer. Ich wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube und gehe mich jetzt erstmal eine Runde ärgern und in eine Ecke stellen und schämen. Tut mir leid. Tschüss.